Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein kleines Toy, das der Schneider uns basteln kann. Und zwar haben wir hier einmal das triste Sargtuch. Und ja, was macht das? Bedeckt kürzlich Verstorbene mit einem Trauertuch. Und ich ahne schon Böses, ich muss wieder irgendeinen Toten finden, wie bei einem anderen Toy, das ich letztens schon hatte. Und bevor wir das aber machen, würde ich sagen, schauen wir mal an, wo wir das herkriegen. Einmal können wir das natürlich im Auktionshaus kaufen. Aktueller Wert sind so 5500 Gold. Ihr könnt einen Schneider eures Vertrauens finden, der euch das baut. Oder ihr geht hier zu den Handwerkern und erstellt einen Arbeitsauftrag. Das ist einmal hier in Waldracken. Und zwar zeige ich das mal auf der Map, hier auf den Koordinaten 34, 61. Und dort haben wir die Möglichkeit, uns alles Mögliche von den Berufen herstellen zu lassen. Sagt Tuch, da wird es wahrscheinlich nicht viele geben. Ja. Und ihr seht, hier sind die Mattkosten. Auktionator zeigt es mir hier tatsächlich schön an. 2800 Gold. Wenn ihr das Zeug so wie es ist aus dem Auktionshaus kauft und da fahrt ihr ein bisschen günstiger, ist ja etwa die Hälfte, was ihr direkt im AH zahlt. Heißt, wenn ihr jetzt keinen Schneider kennt und euch ein bisschen was sparen wollt, könnt ihr auch einen Arbeitsauftrag erstellen und euch dann das ein oder andere Goldstück ersparen. Dann würde ich sagen, lernen wir das Ding einmal. Und da ich jetzt vermute, dass wir dementsprechend einen anderen Spieler brauchen, lade ich mal meinen Hexer ein auf dem zweiten Account. Den haben wir schon hier einmal eingeloggt. Und naja, kürzlich Verstorbener heißt für mich quasi, dass der einmal sterben gehen darf. Deswegen fliegen wir jetzt hier ein bisschen hoch. Mountain up, das müsste eigentlich reichen. Tja, alles fürs Toy. So, der Char ist tot. Und dann die tigern wir mal zur Leiche. Wo liegt er? Da hinten. Und dann wird er mal bedeckt, der kürzlich Verstorbene. Wo haben wir es? Hier. Einfach ein Tuch drauf und liegen gelassen. Weißt du, ich könnte ihn ja jetzt auch retzen, aber das Tuch kostet weniger Mana und dann ist er bedeckt. Da liegt er jetzt. Ja, macht was her. Ne? Also wenn ihr im Raid mal lustig sein wollt, holt euch das Toy. Anstatt die Raid-Member zu retzen, kriegt jeder ein Sargtuch drauf und gut ist. Ah, nee, es geht nur für einen Spieler. Hat 10 Minuten Abklingzeit, aber zu schade. Ja, ist ein ganz lustiges kleines Toy. Was passiert, wenn wir den jetzt retzen? Bleibt das Tuch liegen? Nee, das Tuch bleibt nicht liegen. Schade. Hätte ja sein können. Okay, ja, das war's eigentlich mit dem kleinen Toy-Guide. Dann sind wir hier fertig und ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.